And again. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich fühle mich heute Morgen richtig positiv. That's really weird. Ja, es ist... Habt ihr das gerade gehört? Ja. Heute ist Montag und ich habe noch Ferien zum Glück. Ja, also ich mache mir jetzt Frühstück. Dann muss ich mein Zimmer aufräumen. Dann kläre ich mit der Caro ab, ob ich noch ins Gym gehe oder nicht. Weil ich habe eigentlich voll viel zu tun, aber ich habe auch so viel Scheiß gegessen, dass ich literally wieder Sport machen muss. Aber sobald die Schule wieder anfängt, bin ich eh wieder mehr drin. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Weil in den Ferien bin ich eher so, I wanna relax, I have stuff to do. Deswegen weiß ich nicht. Ah ja, und genau, ich gehe heute Abend noch feiern. So, that's basically... was euch erwarten wird. Hier, schaut euch das an. Überall nur Food. Ja, und ich muss mein Zimmer wie immer aufräumen. Also wirklich in jedem Vlog muss ich mein Zimmer aufräumen. Es ist wirklich behindert. Ich bin wirklich einfach... Dann nehme ich jetzt meinen Laptop mit. Werde dann ein bisschen arbeiten. und dann räume ich später mein Zimmer auf und frühstücke jetzt erstmal. Ich habe jetzt gerade so einen Bericht gesehen von einem Jungen, der heißt... So, ich bin jetzt gerade an meinem Instagram-Post am machen. Und zwar habe ich gestern Abend die 50.000 Abonnenten geknackt, was für mich so viel ist. Und ich stelle mir das halt immer so vor, 50.000 Menschen an einer Stelle. Und ich finde das halt einfach so krass. Und ich habe gestern einen Livestream gemacht, als ich das dann erfahren hatte. Und es war so krass, weil ihr wusstet das alles schon und ich nicht. Und jetzt mache ich nämlich einen Instagram-Post und poste auch ein paar Bilder, die ich mit euch gemacht habe, um mich einfach zu bedanken. Und ja, ich muss jetzt entscheiden, welches Bild ich nehme. Also entweder das hier. Ich habe extra nämlich in Krabi so ein 50k-Bild gemacht, weil ich war so, wenn das dann endlich passiert, dann kann ich das posten. Und dann habe ich halt, so Leute, die Caro sitzt da. Say hi. Hi. Stell dich mal hin, die hat so ein schönes Outfit an. Können wir das nicht machen? Doch. Nee. Stell dich hin. Das muss man. It's so cute. Dreh dich mal um. Nein, Spaß. It's so cute. I ain't been getting high. Well, maybe a little, baby, I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either, you can't even fly. I know this, you think that you know shit. All this shade is coming at me, I wonder who throws it. They can't see the vision, boy, they must be out of focus. That's a real hot album, homie, I wonder who wrote it. Oh, shit. Boy is good and he knows it. He don't say it, he shows it. I'm just like DeRozan. If I shoot it, it goes in. I'm in Cali just coasting. You can come back to mine though. Your friend ain't cute, but it's fine though. We gon' end on a high note. I spy with my little eye. A girly I can get, cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Wait, that means forever, ever. Hold up, never mind. Oh, I spy with my little eye. A girly I can get, cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. So, ich habe jetzt ein bisschen Make-up drauf gemacht. Nicht so viel, nur ein bisschen. Wir gehen jetzt los, gehen Sushi essen oder einen Kaffee trinken oder irgendwie sowas. Bisschen draußen rumlaufen im Park, because it's cute outside. Und ja, that's so the plan. Und dann muss ich noch zur Apotheke und yes, let's go. Ich vergesse die ganze Zeit irgendwie irgendwas. Ich muss noch mein Portemonnaie mitnehmen. Leute, ohne Spaß, heute sind wir nur hinter Schnecken her. Caro kriegt gleich einen Kollaps. Gerade war da nämlich... Er fährt in der 50er Zone 30. Da war nämlich so ein Opi in so einem Mercedes und ich war schon zu Caro, das ist hundertprozentig ein Opi. Und auf der Bundesstraße hält er einfach bei der bei so einer Kreuzung an, der hält. Und macht sein Fenster runter. Weil ich ihn angeguckt habe, weil ich konnte nicht mehr. So. Nee, der bleibt einfach stehen. Stress me out, you kill me. I wanted to be him, I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim, I wanted to
wanted to be cool and I wanted to Ich würde sagen, du kannst sehr gut parken, Caro. Ich deine Seite. Ich hab drauf. Ja. Also, ich komme perfekt raus, aber du bist sehr skinny, so. Du schaffst das, Caro. Yay. So proud. Wir haben gerade einfach Macklemore gehört. Das ist so Throwback 2013. Weil Caro hat mir damals das erste Lied von dem gezeigt, dieses... Wie heißt es nochmal? And we dance... Nee, doch, nee. Wie heißt es nochmal, das Lied, was wir immer gehört haben? Heißt es And we dance? Nee, oder? Nein. Wie hieß es denn nochmal? Das ist eine Apotheke. And we cry. Nein, das hieß nicht And we dance and we cry. Das heißt... Nein, das heißt doch nicht dance. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber dieses And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. So heißt es. So ja. Heißt es, ne? Ja, so geht es, weiß ich. Und wir gehen jetzt zur Apotheke, dann laufen wir ein bisschen rum und dann gehen wir irgendwann was essen. Und ich kann nicht mal sehen, wie ich filme, weil es so blendet. So, wir sitzen jetzt ein bisschen im Café und trinken... Kaffee, ich habe einen Soja-Vanilla-Latte, as always, und Caro hat einen Latte Macchiato. Caro muss ja immer extra sein, ne? A little bit extra. Ha, 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 ha. Nein, danke. Ja, nein, danke. Nein, danke. Oh Gott, stimmt ja. So, wir sind jetzt gerade bei Miga Sushi. So, Alter, riechst du das? Sushi. Geil. Warte, stopp, was ist das? Krebs. Hä, aber das haben wir doch nicht bestellt. Doch. Hä? Du hast mit... Wir haben Sake gesagt. Stopp, das ist falsch. So, wir haben gerade falsches Sushi leider bekommen. Aber ist nicht so schlimm. Es ist halt immer so ein bisschen a lack of communication. Bei Asiaten. Chinesen. Ist dasselbe. Wer ist dafür, dass das dasselbe ist? Das ist nicht dasselbe. Das ist dasselbe. Nein. Ja, egal. Aber ja, wir kriegen jetzt neues Sushi, also alles. Okay. Hi, guys. Wir sind jetzt... Mal gucken, ob wir Menschen überfahren. Junge, ich hasse die Scheiße. Ich will wieder Automat. Also, Achtung! Wir kommen! Ne, hier ist niemand. Da kommt nur noch ein Auto. Ja, das ist mir egal. Kannst ruhig fahren. Ja, wie lange so fährt er? Ich bin jetzt mit Sophie, die Caro ist nach Hause gefahren, weil die auch zu einer Sophie muss. Ja. Wow! Und wir holen jetzt die ASOS-Bestellung ab und dann quatschen wir noch ein bisschen und dann muss ich auch wieder nach Hause. Ich muss lernen. Und du musst lernen. Ich muss mal versagen. Versagen. Meine Eltern waren schon versagen. It's not going to be great. Nee, was haben die gesagt? Vater war so, ja, ist ja auch Mathe. Ich war so, So, mein Paket ist nicht angekommen. Sophie hat ja nämlich diesen Express-Liefer-Premium-Versand-Dingenskirchens. Und es ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert, dass es nicht am nächsten Werktag angekommen ist. That's a problem, weil ich wollte heute eigentlich eins von den Sachen anziehen. Ja, und bei Sophie war das am Wochenende auch so, dann hat sie sich was bei mir geliehen und jetzt gleich mir wahrscheinlich was bei ihr. Zur Not, ich habe auch immer noch was, weißt du? Man hat auch immer was. Es geht nur darum, dass man sich gefreut hat, man hat sich extra was dafür ausgesucht und dann will man auch genau das anziehen. Ja. Und dann kommt es nicht. Und dann ist es einfach richtig frustrierend. Oh, ich hasse dieses, kennst du dieses Geräusch von Styropor? Wenn du so mit den Fingernägeln... Ich finde es schlimmer, wenn die Fingernägel so die Tafel runtergehen. Ja, so, aber ich finde es so ähnlich. Ah. Macht mich so sauer. Hi. Ja. Ich hätte gern ein Peach Green Tea Lemonade in Grande. Okay, Moment. So, wir sind jetzt nochmal kurz bei Starbucks. Es ist das erste Mal, dass ich mir was anderes bestellt habe. Und zwar habe ich so ein Peachy Lemon Green Tea Tee Limonaden Dingenskirchen. Und schmeckt echt lecker. Also kann ich nur empfehlen. So als Refresher mäßig. Und Sophie hat einen Vanilla Latte. That's the thing I always take, eigentlich, und eine Zimtschnecke. So, Leute, ich bin literally sehr mad. Und zwar, weil ihr mich fett genannt habt.
Deswegen mache ich mich jetzt auch fertig eine halbe Stunde vorher, weil er mich so abgefuckt hat. Also ich höre eigentlich normalerweise nicht auf Leute, die sagen, dass ich fett bin oder so. Aber ich habe halt zugenommen. Und deswegen fuckt er mich ab. Warum nicht? Nein, ich komme, nein, wir gehen nicht, wir bleiben hier. Ja, du hast mich fett genannt, so schisch. Ach, ich bin fett, das stimmt. Ich hatte deine Chef jetzt meinen mentalen Supporter zu bringen. Ich brauche einen mentalen Supporter. Ja, ich flop für dich. Oh. Achso, und jetzt ist auch Chips vor mir. Willst du auch? Ach so. Nein! Nee! Ian, sag immer, dass wir zu spät kommen. Warum kommen wir zu spät? Weil ich keine halbe Stunde, weil ich länger als eine halbe Stunde brauche. So, wenn wir ja gerade hier so sitzen, können wir jetzt auch ein bisschen tratschen. Und zwar, Ian ist scheiße. Du gettest auf meine Nerves. Du hast mich beleidigt. Gut, bin ich ja dicker geworden. Schneidest du es rein, was wir hier alles sagen? Ja. Na ja, nimm doch. So schnell ging es von Karotten zu Pringles. Ja, bring mir meine Karotten. Nein, jetzt essen fucking Pringles, dann sind wir ja glücklich. Ne. Doch. Oh, Junge. Süßes macht glücklich. Salzig, du, ja. Wollt ihr mir sagen, Chips sind süß oder was? Ist trotzdem nur Süßigkeit. Ja, ich glaube nicht, dass Chips süß werden, ne? Doch. Natürlich. Beide Ferien vorbei. Ich hatte wirklich, ich hatte Wochenenden in der Schulzeit, wo ich einfach zweimal die Woche auf Ferien gewesen bin. Ich war sogar schon mal besoffen in der Schule. Du warst besoffen in der Schule? Ja, vom Vorabend. Darf ich das reinschneiden? Ja, gerne. Echt? Noch vom gerne. Vorabend? Ja, ich erinnere mich ganz genau an den Tag. Ich habe es 4 Uhr feiern. An einem Sonntag? Ja. Ich glaube, das ist das schlimmste Make-up, was ich jemals in meinem ganzen Leben auf, drauf hatte. Ich würde sagen, wir machen es nochmal ab, ne? Fangen wir mal neu an. Ja. Ich hab keinen Bock, ich sehe so scheiße aus. Dann zeig mal, bleiben. Zeig mal. Today is a scheiß day. Meine Asos-Bestellung ist nicht angekommen. Ich sehe wirklich aus wie eine Leiche. Ich besauf mich heute so. Und ich hast dich ja nie besoffen. So, das ist mein Make-up. Na, okay. Wir nehmen jetzt die Bahn später. Zum Glück ist Nela und so nicht sauer auf uns. So, ja, very basic. Nicht mal mein Go-To, sondern weniger als mein Go-To. Ha! Hier sieht's aus wie scheiße. Ich habe heute erst aufgeräumt. Love it. Und ja, dann gehen wir gleich los und ich filme dann mit ihr und Sandy. Weiter! Yes! Bye! Oh. So, guys, wir sind jetzt aus der Bar raus. Man sieht mich gar nicht, was du kommst. And I'm literally so drunk right now. Und ich bin die kleinste von allen. So drunk! Are you fucking kidding me? Because you're Asian. Ja. Half Asian. Oh, as fuck. Oh, Germans vielleicht. Ja, und jetzt gehen wir gleich in den Club. Why am I not on the picture? Okay. So, Leute, day after, you don't wanna know what happened. the shit is going literally down. Caro, say hi to the vlog. Hi. Du sitzt am BH, but egal. Ian, jetzt mach die Tür wieder auf. Der hat mich eingesperrt. Doch, Ian, du machst jetzt sofort die Tür auf. Ian. Ian! Ey, ist mir scheißegal. Ich kann auch von hier oben die Tür aufmachen. Ian, jetzt mach die Tür auf. Ja, der hat mich eingesperrt. Ian! Au! Alter. Ian! Das ist zu viel für mich, für meine Nerven. Ich kipp gleich um. Mir ist so schlecht. You literally got such a big problem, Bendy. Au! Mir ist schlecht, hör auf mein Handy zu nehmen. Ich glaube, du. Oh, das ist weiter kaputt gegangen. Was? Nein, ist alles Spaß. Chillax, Bendy. Hör auf jetzt, Caro, ich möchte es nicht. Oh, oh, scheiße, meine Sonnenbrille. Ja, and you literally just fell onto it. Hör auf, ich will mein Handy, Bendy. Jetzt leg dich ins Bett und benimm dich wie ein normaler Mensch. Sagst du, du Alien? She literally broke my phone. Was? Können wir bitte dieses Bild mal anschauen? So funny. Wir haben gestern die Bilder. Gott. Wir haben die Bilder von gestern hier gerade analysiert. Also erstmal, das da sieht ja mal richtig Tumblr aus mit der Cheyenne. Wo kann man fokussieren? So. Ja, aber jetzt der Akku ist so pretty. Ja, die ist so pretty. She's so pretty. So Leute, hiermit möchte ich den Vlog für euch beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Der Tag heute war einfach total lahm gelegt. Also nur gechillt,
nur ausgeruht. Gebt mir wieder einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Vlogs von mir sehen wollt. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bye.